Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem wertvollen Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute beschäftigen wir uns eigentlich mit der Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und diese Frage darf ich heute einer Pfarrerin stellen aus der christlichen Lehre. Und das bin ich ganz besonders gespannt, was da auf uns zukommen wird. Bleiben Sie dran, nach dem Intro dürfen wir sofort loslegen. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich Ihnen diese starke Dame, diese Seelsorgerin zeigen, Frau Pfarrerin. Ganz herzlich willkommen, liebe Dorothea Muri. Merci vielmals. Danke, dass du da bist. Und ich habe natürlich im Intro schon ein bisschen geschmunzelt. Natürlich gibt es ein Leben nach dem Tod. Ich weiß nicht, wie steht da die christliche Lehre dazu? Oder darf das nur Jesus? Nein, das dürfen alle. Ja, danke vielmals. Ja, da ist doch irgendwie dieser Jesus, der da am Kreuz gestorben ist, der hat doch diesen zwei anderen Männern, die da irgendwie gekreuzigt worden sind, doch gesagt, wir werden uns heute im Paradies treffen. Hm. So. Und dann ist doch gerade das Christentum, weil wir glauben, dass Christus eben den Tod überwunden hat und nicht tot geblieben ist. Sonst gäbe es ja keine Ostern und kein Christentum. So, das wäre ganz komisch, wenn es da nur für uns kein Leben nach dem Tod gäbe. Aber ich glaube übrigens auch, dass nicht nur die Christen ein Leben nach dem Tod haben, sondern alle anderen auch schon. Mhm. Und vorher auch schon. Ich bin ganz sicher, dass es einfach, dass dieser Tod ein Übergang ist in etwas Neues und dass es dort selbstverständlich weitergeht. Gut, dann präzisiere ich natürlich diese Frage nochmals, weil du hast sie natürlich sehr, sehr gut beantwortet. Ja, danke. Ich glaube einfach, gibt es ein Leben nach dem Tod, dass da sehr vieles auch anders interpretiert wird, indem man eben das Leben nach dem Tod verwechselt mit der Reinkarnation, also eine weitere Phase Leben auf der Erde. Ja, okay. Ja, ich glaube, da ist ein großer Irrtum manchmal in unseren Köpfen drin, dass wir das ein bisschen verwechseln. Ja, weil das ist ja nicht dasselbe. Ja, genau. Aber gehen wir mal in die Reinkarnationslehre drin. Ich meine, da gibt es ganz, ganz viele Religionen oder Sichtweisen, spirituelle Seiten, die das durchaus feststellen. Es gibt auch wissenschaftliche Studien, wo man ganz dokumentiert hat, wie dieses Kind ganz bestimmt schon da gewesen ist, weil es Dinge weiß, wo Schätze vergraben sind und, aber gar nicht wissen könnte. Ja, ja. Wie stehst du zu solchen Phänomenen? Ich bin dort sehr offen und weiß es nicht. Weiß aber, ich habe viel Familienstellen gemacht, früher also diese systemische Therapie, und weiß um die Wirkung des morphogenetischen Feldes. Und man meint manchmal einfach Dinge weiß, die man beim besten Willen sonst nicht wissen könnte. Ja. So. Und ich weiß von meinen Träumen, dass ich manchmal einfach an Orten bin, wo ich nie gewesen bin, aber ich sehe so kristallklar, was es ist. Und dort bin ich nicht sicher. Also ich könnte jetzt sagen, oh, ich träume vom früheren Leben. Kann sein. Kann aber auch sein, dass meine Seele irgendwie, wenn ich nicht hier so gebunden bin in mein Fleischklößchen, also für mich ist wirklich dieses Erdenleben hier, da bin ich so in dieser Materie gefangen. Aber nein, nicht gefangen, ist ein Geschenk, hier rumwandeln zu dürfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, was ich bin, nicht ausschließlich hier drin steckt. So. Und das ist vielleicht das, was wir uns so vorstellen mit dieser linearen Zeit. So. Und das war früheres Leben und früheres Leben und früheres Leben. Vielleicht ist auch das einfach ein Paradigma, das gar nicht so wahr ist. Mhm. So. Sondern dass irgendwie, dass das mit dieser Zeit vielleicht ja auch alles gleichzeitig stattfindet. Also ich verstehe es nicht. Wir auch. Ja, genau. Aber ich habe Träume und ich weiß noch nicht, wie ich die deuten soll. Und ich kann das gut einfach offen lassen. Ich hatte mal ein Interview mit Dr. mit Volkhammer. Mhm. Er hat eine Messmethode entwickelt, wie er die Menschen wiegt, wie schwer sie sind. Und stellt fest, in ganz vielen Studien, dass der Mensch in der Nacht 200 Gramm leichter ist. Und dann plötzlich hat er diese 200 Gramm wieder im Schlaf. Ah. Ja. Das ist spannend. Und jetzt?
Was ist da weg? Was kommt da wieder? Es kann ja nicht die Verdunstung sein, Ausdunstungen und morgen hast du es wieder. Irgendwas ist da. Und schade ist es einfach, dass diese Forschungsanke nicht weiter verfolgt werden. Es müsste weltweit einen Aufschrei geben. So, das ist doch jetzt spannend. Aber das höre ich. Ich bin noch nicht sicher, ob es wahr ist. Da kommt mein kritischer Geist. Ja. So einfach, also vielleicht ist es wahr, aber das würde ich gerne. Ja, er hat das nicht beschissen. Die Waage zeigt sie an und dann geht es runter und dann geht es wieder rauf. Und das machen, kann man das an verschiedenen Orten machen? Ja, einfach mal Vollkammer eingeben auf YouTube, dann findest du unzählige Videos spannend. Auch dazu. Also wenn es wahr ist, dann ist es phänomenal. Ja, eigentlich mega, oder? Und gleichzeitig gefällt es mir auch nicht. So, einfach weil ja das irgendwie suggerieren würde, dass irgendwie die Seele ein Gewicht hat. So, irgendwie 200 Gramm Seele. Das ist irgendwie ist ein bisschen materialistisch. Ja, klar. Ja. Das war jetzt einfach nur so ein Gedankensprung. Das ist interessant. Da muss ich nachgehen. Ja. Ich kann mir gewisse Phänomene auch damit vorstellen, dass man einfach ins Quantenfeld plötzlich einen Bezug hat und sich Informationen hinterziehen kann. Ich erinnere an die Radioentwicklung, da haben plötzlich drei Menschen gleichzeitig auf der Welt das Gleiche entwickelt. Ja. Wie kann denn das sein? Ja, genau. Oder man setzt irgendwelche, man macht einen Versuch, oder man sieht, dass Affen auf irgendeiner Insel plötzlich lernen, wie sie irgendwie Kokosnüsse aufmachen können und irgendwie am selben Tag öffnen Affen ganz anders, wo die Kokosnüsse auch auf die neue Intelligenz. Genau, das Prinzip des hundertsten Affen, hat es auch mit der Kartoffel. Ja, genau. Und dann haben sie es im Meerwasser gewaschen. Ja, genau. Und plötzlich ist es eine Information, die im Feld ist. Ja. Und daran glaube ich schon, dass es möglich ist. Aber es muss nicht alles, also, weißt du, wenn wir von Reinkarnation sprechen, so, dann ist wirklich die Frage, was reinkarniert denn? Und ich bin gar nicht so sicher, ob das mein Wunsch ist, dass so diese begrenzte Form, wie ich hier bin, mit meinem begrenzten Denken und mit so, ob genau das wieder, ob ich mir wünschen würde, dass genau das wieder so kommt. Oder ob ich mir nicht wünsche, dass ich irgendwie vielleicht ganz anders, nicht mehr mit diesem Ego, nicht mehr mit diesem Gefühl, das bin ich und das macht mich aus, sondern tausendmal entspannter und glückseliger noch irgendwie weiterleben. Meine Mutter ist katholisch aufgewachsen und ich habe in mir drin irgendwie eine freie Gedankenwelt genießen dürfen. Mhm. Aber ich denke, ich habe eine tiefe Spiritualität in mir drin. Mein Vater hat immer gesagt, in solchen Gesprächen, da hat er immer gesagt, das hört sich alles so schön an, aber ich habe es nie gelernt, das zu glauben. Mhm. Ist das tatsächlich so, dass Menschen einfach wirklich meinen, mit dem Tod ist es das Ende und es gibt nichts? Oder ist das irgendwie ein dicker Schutzmantel um sie herum, wo so, oder eine Show, oder ich weiß auch nicht, wie stehst du, hast du das gesehen bei Menschen? Kann man das wirklich nicht glauben? Das gibt schon. Aber dann, ich meine, hat die Natur jemals was Unsinniges gemacht, dass irgendwie... Also gell, ich denke, es kommt nicht darauf an, was du glaubst oder nicht. Also ich bin so überzeugt, es geht weiter. So, dass ich tiefenentspannt bin bei jedem Menschen, den ich begleite, der sagt, ich glaube nicht. So. Und dann suggeriere ich ihm überhaupt oder ihr überhaupt nichts. Ich bin dann da und halte den Raum und schaue, dass wenn ich irgendwie da bin als Begleitung, dass ich denke das Wort Liebe und ich denke Frieden und schaue, dass dieser Mensch, der jetzt am Gehen ist, einfach möglichst einfach Liebe und Friede verspürt. Mhm. Und ich habe dort überhaupt keine Mission, ihm dann sagen zu müssen, ihm irgendetwas zu suggerieren, was er nicht will. Es sei denn, er hat Angst. So, das heißt, wenn jemand dann unruhig wird und Angst kriegt, dann sage ich schon, hey, schau dich um, da ist irgendwo Licht. So, und das bringt Frieden. Mhm. Das bringt tatsächlich Frieden. Mhm. Ja. Wenn ich mich mit den Lehren von sehr großartigen, tiefsinnigen Propheten beschäftige, dann sehe ich eigentlich, im Kern haben alle das Gleiche gesagt. Und ich kann das jetzt gerne eigentlich als christliche Lehre im ganzen großen Modus bezeichnen, aber warum schaffen wir es nicht nach 2000 Jahren oder bei anderen Propheten noch viel, viel länger,
dass wir immer noch diese Lehren irgendwie manipulativ versuchen, in eine politische Reihe zu kriegen, statt einfach diese Lehren zu leben. Woran denkst du konkret? An welche Lehre? Ja, eigentlich alle großen Lehren des Lebens. Spirituell, ich meine, was du einem anderen tust, das tust du dir selbst zu. Mhm. Ist ja auch logisch, oder? Mhm. Ja, es kommt jetzt gerade spontan in der Sendung, jetzt gerade nichts in den Sinn, aber es sind ja, oh, jetzt brauche ich 2 Minuten Pause, um darüber nachzudenken. eigentlich das Leben zu leben und gemeinsam statt einsam liebevoll, barmherzig sein, lobend anerkennen und wertschätzen zum Leben, schauen, dass niemand Hunger hat, sondern auch Brot zu verteilen unter die Arme. Ein gemeinsam, das ist doch, dass der Mensch muss doch gemeinsam eine Familie darstellen. Ja. So. Ja. Und das sagt ja eigentlich ganz viele Lehren. Ja. Und wo sind wir heute? Ich meine, selten so in einem egoistischen Zeitraum gewesen wie heute, oder doch? Ja. Ich seh das auch so. Und ich denke, dass wir nicht mal so viel dafür können, dass wir das nicht leben, was wir eigentlich als Lehre wüssten. Ich denke, all diese Lehren, die sprechen ja eigentlich so tiefstes Menschlichsein an. So, eigentlich ist es so der Idealzustand, gell, wie man miteinander umgehen könnte, wenn wir einander vertrauen können, wenn wir das Herz weit offen haben und einfach uns selber spüren, gut verbunden sind mit uns selber und dann ins Mitgefühl gehen können mit den Mitmenschen. Dann sind diese Lehren, braucht es dann eigentlich gar nicht, weil aus diesem Mitgefühl, das übrigens schon ein Schimpanse auch hat, so, das könnten wir einfach leben. Aber ich denke, unsere Gesellschaft ist seit Jahrhunderten traumatisiert. Durch ganz viele Kriege, durch ganz viele Dinge, die wir nicht haben aufarbeiten können. Und wir haben mittlerweile so ein System aufgebaut, das irgendwie auf Versicherungen und Vorsicht und Abgrenzung beruht. Und es braucht so viel Mut, sich so öffnen zu können und sich so zu zeigen, damit man menschlich sein kann und damit das Gegenüber dann auch menschlich sein kann. Also ich habe immer gemerkt, dass wenn ich mal in einer großen Not bin oder wenn ich Hilfe brauche, dass wenn ich mich als Mutter mit kleinen Kindern, wenn ich mich hingestellt habe und gesagt habe, ich weiß gerade nicht weiter, ich weiß es nicht, wie ich irgendwie die Kinder in den Bus kriege mit dem Kinderwagen und mit dem Hund. Ich brauche Hilfe. Wenn ich das äußere und mir zugestehe, dass ich Hilfe brauche, dann sind Menschen da. So. Oder wenn ich überhaupt, eigentlich immer, wenn ich sage, ich bin überfordert, ich brauche Hilfe. Es braucht mega Mut, weil das ist eine, ich übergehe da eine Schamgrenze. Mhm. Und wenn ich die übergehe, also nicht übergehe, wenn ich zugebe, hey, ist mir peinlich, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß auf diese Frage keine Antwort oder ich brauche hier Hilfe. Das befreit das Gegenüber, hilfreich zu werden und das Herz seinerseits zu öffnen. Aber das ist ganz spannend. Du hast nämlich voll recht, wenn ich das gerade höre. Man muss auch bereit sein zu bitten. Ja. Und ja. Wenn das die Gesellschaft eigentlich nicht hat, weil sie eigentlich Scham hat oder eben sich stark markieren muss, ja, oder die keine Schwäche zu zeigen, ja, dann kommt diese Frage nicht. Aber wir von Natur aus würden eigentlich sofort helfen, wenn wir gefragt wären. So gerne. Ich glaube wirklich, jeder Mensch wäre gerne gut. Vielleicht gibt es ein paar Kranke, so, die wirklich eine Hirnkrankheit haben oder so. Aber ich denke, die allermeisten Menschen, die möchten gut sein und die möchten sich als hilfreich und gut erweisen. Ich habe so viel Vertrauen in Menschen. Ich merke einfach, bei ganz vielen Begegnungen. Ich habe einmal ein Taufgespräch gehabt, mit der Rolle als Pfarrerin. Da kam ich in die Wohnung, da war der Mann noch nicht zu Hause. Die Frau hat mich empfangen im Flur mit ihrem Baby auf dem Arm. So. Und hat gesagt, mein Mann ist noch nicht da. Und ich habe mal den Mantel aufgehängt. Und da kam der Mann rein. 2-3 Minuten nach mir. Es war ein Neonazi. So, Springerstiefel, Bomberjacke, Kahlschuhe, so, irgendwie noch ein Tattoo, ein grosses im Nacken. Der hat mich kaum gegrüßt. Der ist in die Küche gegangen, hat ein Glas Wasser genommen, hat sich dann wieder in den Flur gestellt, hat das Wasser getrunken, hat mir kein Wasser angeboten. Hat ein paar Sprüche gemacht über irgendwie
Ausländer, die in seiner Bude arbeiten. Sprüche, wo ich wirklich gemerkt habe, der will mich provozieren. Da ist jetzt die Pfarrerin da und jetzt macht er ein paar rassistische Sprüche, mal abklopfen, wie die jetzt reagiert. Und ich habe wirklich gemerkt, da bei mir hat, also Flucht war mein Gedanke. So. Und dann habe ich mich aber auf das Kindlein konzentriert, auf dem Arm der Mutter. Und dann habe ich gesagt, sie müssen ein sehr glücklicher Mensch sein, dass sie Vater sind von einem so herzigen, liebenswürdigen Geschöpf. Ups. Und dann hat er gesagt... Wurde ganz weich. Ja, wenn ich am Morgen aufstehe, dann gehe ich immer zuerst an die Wiege von meinem Schatz und dann fahre ich hier ganz zart, so über den Flaum am Hinterkopf und dann könnte ich weinen vor lauter Glück. Und dann sagt er, ah, wollen Sie übrigens ein Glas Wasser, wollen wir uns setzen gehen. Mega. Ja. Also im richtigen Ort erwischt. Und da, ja. Da wurde diese starke Schale aufgebrochen, ja, und der weiche Kern. Ja, und dieser weiche Kern, der ist überall. Wenn wir uns nicht darauf fokussieren, was trennt, sondern auf das, was verbindet. Mhm. So. Ganz ein schönes Thema. Mhm. Was mich auch immer wieder so ein bisschen höre, ist man, oder zumindest früher, da hat man immer gesagt, man muss in die Kirche gehen, um bei Gott zu sein. Und ich finde ja das eigentlich, ja, für mich persönlich so altmodische Denkweise. Ich muss nicht irgendwo hingehen, ich habe ihn in mir. Und, aber ich, nach wie vor, ist dieses Denken noch da, oder? Ja. Wie siehst du das? Das ist noch da, das tut mir immer so leid. Früher, wo ich noch Gemeindepfarrerin war, so, da gab es manchmal Leute, die haben die Straßenseite gewechselt, wenn sie mich sahen, einfach weil sie am Sonntag vorher nicht im Gottesdienst waren und sich geschämt haben. Wo ich wirklich fand, nein, um Gottes Willen, ihr kommt ja nicht meinetwegen. Und wenn euch das etwas bringt, dann ist es mega schön. Aber ich verstehe jeden, der sagt, er fühle Gott näher irgendwie auf dem Berg oder er fühle Gott näher irgendwie in der Natur oder im Garten. Ich denke, es geht doch darum, sich öffnen zu können für diese Wirklichkeit, die größer ist als wir. Und da ist es schön, wenn das in der Kirche möglich ist. Manchmal ist es auch nicht immer, aber manchmal ist es dort möglich. So. Aber ich denke, das ist überall sonst auch möglich. Eben, und du sagst, du fühlst Gott in dir. Ich fühle Gott auch sehr oft in meinen Mitmenschen. Mhm. So. Oder eben, wenn ich irgendwie die schöne Natur sehe und irgendwie diese Kraft sehe von dieser Schöpfungskraft, die da alles hervorbringt. Mhm. Ja? Ich glaube manchmal, einen der Menschen auch zu erkennen, und zwar im Leuchten der Augen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich die pure Lebensenergie, die Essenz dahinter, wenn die Augen funkeln. Ja, genau. Ja, nochmals zurück, ein Wort, was mich auch immer wieder mit der Kirche verbindet, ist das Wort Show. mein Empfinden so von auf die Dinge ist, man bringt showmäßig immer wieder Blumen aufs Grab. Ich muss noch schnell Blumen bringen. Für wen? Liegt ja niemand da. Ich meine, kann ich auch zu Hause vom Kamin machen, oder? Wenn es um mich geht. Aber ich glaube, ich mache die Blumen aufs Grab, damit es andere sehen. Das andere sehen, da hat es Blumen auf dem Grab. Oder und man kommt in einer tiefen Trauer. Ach, jetzt muss ich heute noch in der Beerdigung. Ich muss jetzt noch schnell traurig sein, muss noch was Schwarzes anlegen und biete auch eine Show. Mhm. Für mich ist das irgendwie man, so oft so empfindlich, also unehrlich. Ich kann mir vor, also ich habe das ganz unterschiedlich jetzt erlebt im ländlichen Kontext als im städtischen Kontext. Also auf dem Land ist es tatsächlich noch so, dass man halt einander kennt und dass viele Leute dann wirklich Scham haben, wenn das Grab nicht gepflegt ist vom Vater oder von der Mutter. Einfach weil die anderen, die gehen ja auch irgendwie vorbei und die sehen, die verlassen das Grab verwahrlosen. Dort ist diese soziale Kontrolle halt stärker. Und auf dem Land habe ich auch erlebt, dass eigentlich von jeder Haushaltung, von jedem Bauernhof einfach jemand an die Beerdigung kommt. Wenn jemand stirbt aus dem Dorf, dann kommt halt von jeder Familie ein Abgeordneter, einfach weil man sich kannte, aber nicht unbedingt, weil man sich mochte.
So, das ist dort, hat, ich denke, es hat weniger mit der Kirche zu tun, als irgendwie mit dem, was irgendwie Menschen dort als anständig und so empfinden. In der Stadt habe ich oft... Habe ich aber nichts dagegen. Das ist vielleicht auch Respekt und eine gewisse Form von Anstand, aber wenn ich dann sehe, wie man dann wirklich überdramatische Szenen macht und... Es ist vielleicht nicht mal... Das habe ich früher auch gedacht, aber in der Zwischenzeit habe ich viel Milde. Einfach weil ich sehe, dass in unserer Gesellschaft manchmal Gefäße fehlen, um zu trauern. So, weißt du, es passiert dir irgendetwas. Vielleicht ist deine Mutter vor 20 Jahren gestorben und du hast nicht richtig Abschied nehmen können. Trauma oder Prägung, was auch immer. Also, das sind verschiedene Dinge, die in deinem Leben passiert sind und du hast immer auf die Zähne gebissen und hast weitergemacht und dir nicht Zeit genommen, um einen Trauerprozess zu machen. Dann gehst du an eine Beerdigung. Und wo, wenn nicht an eine Beerdigung, darf man weinen? Es ist für mich wirklich so ein Gefäß in der Zwischenzeit oder ein Ort, wo Menschen kollektiv trauern dürfen. Und bei ganz vielen Gästen, die an eine Beerdigung kommen, da bin ich 100% sicher, die trauen nicht um den Verstorbenen, sondern die haben ihre eigene Geschichte. Ach so. So. Und die betrauen dann ihre eigene Geschichte und das ist schön. Mhm. Das finde ich wichtig. Mhm. Ja, schön zu hören. Danke. Ich habe es nie so gesehen bisher, aber jetzt hast du mir die Augen auch geöffnet. Jetzt kann ich das verstehen oder in einen Kontext bringen. Ja. Weil bisher habe ich einfach wirklich mich da ein bisschen die Situation beobachtet und einfach so unehrlich empfunden. Ja, also ich möchte nicht, vielleicht gibt es zwischendurch auch, dass es unehrlich ist, aber ich erlebe sehr, sehr viel Trauer bei den Menschen, wo ich wirklich weiß, es ist jetzt einfach eine persönliche Trauer, wo es um einen ganz anderen Menschen geht oder vielleicht auch um einen Lebenstraum, der nicht erfüllt wurde oder irgendwie so etwas. Ja. Manchmal auch das Gefühl, es geht auch schon um das möglichst einen großen Kuchen vom Erbteil zu kriegen. Das ist ja dann meistens eigentlich schon geregelt. Das ist dann zu spät. Eigentlich schon, ja, richtig, genau. Was mir auch in den Sinn gekommen ist, so in unseren Gesprächen drin, also ich rede jetzt da von mir, ich bin 53 Jahre, aber meinst du, ich habe noch eine Ahnung, warum ich gewisse Feiertage feiere? Mhm. Und du feierst sie aber noch? Nein, ich habe frei. Okay. Du hast Ostern angesprochen, jetzt habe ich die. Aber da gibt es so viele andere Feiertage, haben doch keine Ahnung mehr. Viele nicht, gell? Nein, wirklich nicht. Man genießt es als einen freien Tag, aber nicht das Warum. Mhm. Und als ich mal den Dr. Hans Elm Grün hatte, da hat er mir so viele Geschichten auch erzählt, was da an gewissen Gepflogenheiten in der Kirche geübt und gemacht, Rituale, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, was der Sinn und Zweck ist dahinter. Und ich finde, darüber muss man eigentlich sprechen, was alles im Hintergrund so Gutes aufgebaut wurde. Ja, das ist wirklich viel Schönes. Aber wir haben keine Ahnung, wieso denn nicht? Da muss man doch reden darüber. Das ist schade, eigentlich wirklich schade. Ich denke, man redet ja schon darüber, aber ich denke manchmal oft, dass schon Kirche mittlerweile so ein dass so im Bild der Gesellschaft man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich ein bisschen verstaubt. Okay. So, und das, was vieles, was von dort kommt, dass man das Gefühl hat, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Mhm. So, dass es auch fast ein bisschen schambehaftet ist, wenn man sagt, hey, aber für mich bedeutet das noch etwas. So, also, und das ist, ich finde es auch kein Problem, aber irgendwie auch noch schade, weil wir haben wirklich in der christlichen Tradition wirklich noch viele, viele schöne Rituale, wo ich schon finde, wenn man sich dafür interessieren würde. Ich denke, in jedem Dorf hat es ja noch irgendwie eine Kirche oder eine Ortspfarrerin oder wen auch immer. Ich glaube, die Türen, die stehen da wirklich offen, wenn man sich da informieren möchte. Kommen wir nochmals zurück zu dem Thema Christsein. Mhm. Du hast schon gesagt, man muss halt manchmal die Menschen ein bisschen... indem ich halt auch mal um etwas bitte, kriege ich ja sofort auch wieder was zurück. Und dieses Zurückkriegen ist ja dann schon ein Akt der Christlichkeit. Ja. Oder des Menschseins. Des Menschseins. Genau, aber wenn ich natürlich meine harte Schale zeige, dann zeigt andere auch meine harte Schale. Und dann haben wir eigentlich das Problem, dass ich dieses Bewusstsein von Nächstenliebe eigentlich gar nicht verbreiten kann. Ja, was brauchen wir denn da für einen dogmatischen Wandel, dass es doch noch irgendwann kommen darf?
Ich fände es schön, wir bräuchten gar keinen, ich fände es schön, man könnte alle Dogmas einfach zurücklassen und uns einfach darauf besinnen, dass wir Menschen sind. Zu allererst einfach Menschen, und wenn wir uns dann einfach, da bist du einverstanden. Ja. und dass wir uns, dass wir beginnen zu zeigen, dass wir auch menschliche Gefühle haben und menschliche Bedürfnisse haben. Und ich denke wirklich, was uns im Weg steht, ist das Thema Scham. So, ich glaube, dass wenn wir uns eingestehen würden, dass wir manchmal Angst haben, dass wir manchmal überfordert sind, dass wir manchmal nicht wissen, was auch immer, das rührt dieses Echtsein. Rührt etwas an im Gegenüber. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns einfach wirklich wieder einüben, lernen, im ganz echt Mensch zu sein und zulassen, dass ich manchmal Gefühle habe, von denen man sagt, die sind jetzt aber nicht so adäquat. So, also weil es gibt mehr Verbindung, wenn ich wütend werde auf dich und sage, hey, das macht mich jetzt sauer, dann kannst du sagen, ja, aber ich habe es nicht so gemeint. So, geht dann irgendwie weiter. Oder vielleicht streiten wir uns kurz, aber es ist dann irgendwie auf dem Tisch. Wenn ich aber stattdessen auf die Zähne beiße und dich freundlich anlächle, genau. Dann. Mit dir rede ich nie mehr. Ja, genau. So, oder wenn, auch bei Missverständnissen manchmal. Ich denke, wenn man lernen würde, mutig genug zu sein und auch die Scham in Kauf zu nehmen, dass man sich gerade ein bisschen bloßstellt und wirklich sagt, jetzt hast du das ironisch gemeint oder ernst gemeint? Ich bin jetzt gerade verunsichert. Oder habe ich dir was getan? Du hast mich nicht gegrüßt? So, aussprechen. Aussprechen. Ja. So, dort diese, es braucht so viel Mut. Es braucht so viel Mut, diese Dinge auszusprechen. Und ich weiß aus Erfahrung, dass jedes Mal, wenn ich diesen Mut habe, dass da jedes Mal einfach eine Begegnung stattfindet und dass dann diese Dogmen und was man soll und nicht soll, dass alles es dann, weg. Die sind dann weg. Ja klar, alles weil weg. Es funktioniert dann automatisch. Ja. Wir müssen einfach lernen, diese Hülle nicht loszulassen. He? Ja. Manchmal ist in den größten Leid, die Menschen erleben, plötzlich wirklich die wichtigsten Dinge des Lebens wieder selbstverständlich. Und je besser es eine Gesellschaft geht, desto mehr haben wir wieder diese Grenzen aufgebaut, diese Mauern. Genau, und deswegen liebe ich Beerdigungen. Das ist ganz komisch, genau deswegen. Da gibt's keine Mauern, ja. Ja, weil wenn ich zu einer Trauerfamilie komme, dann sind die Menschen echt. So. Mhm. Manche sind ja nie alle am Trauern. Viele sind auch mega wütend auf den Verstorbenen oder was auch immer. Aber da ist das System gerade so aufgerüttelt, dass da kein Schutzpanzer mehr ist um die Menschen rum. Mhm. Und egal, welche Emotionen jetzt gerade im Raum sind, ich kann wirklich sagen, bei einem Traugespräch, ich liebe die Menschen in dem Moment. Auch wenn Wut da ist oder Verzweiflung oder was auch immer, aber plötzlich sind die Menschen im Raum für mich extrem spürbar. Ich wollte gerade sagen, das gleiche Wort spürbar wollte ich gerade sagen, jetzt nimmst du es mir noch weg. Oh, tut mir leid. Ja, aber genau, ich habe es wirklich verstanden, man spürt die. Ja, und dann ja, genau. Ist es was ganz anderes. Ja. Meinst du, dass wir Menschen es doch irgendwann mal noch schaffen, diese spürbare menschliche Nähe zueinander, diese Mauern auch abzubrechen und wirklich auf dieser Ebene zu leben? Das ist ja dann letztendlich die Umsetzung der christlichen Lehren. Ich weiß nicht, ob es wir als Menschheit generell schaffen. Ich weiß, dass ich dran bin, das für mich immer wieder neu zu schaffen. Mhm. Und ich merke wirklich, dass es wie meine Passion ist, Menschen zu sagen, dass sie sich spürbar machen soll. Und zwar nicht erst auf dem Sterbebett, sondern wirklich schon viel, viel früher. Also die Themen, die man, oder auch zu sagen, einem Menschen zu sagen, hey, hast du eigentlich gewusst, wie lieb ich dich habe? So, viele haben das Gefühl, das merken sie ja. Mm. Aber es tut so wohl, das zu hören. Und es ist so schade, das erst auf dem Sterbebett zu sagen. Absolut. Ich habe auch noch so drei Wörter, wo ich versuche, ins Leben zu integrieren, ist Lob, Anerkennung und Wertschätzung. Schön, ja. Das einfach zu reflektieren. Ja. Weil das tut dem Menschen gut, zum Armen, die Hand mal zu halten und so weiter. Das sind Dinge, die macht uns menschlicher. Ja, genau. Und ich glaube, was wir tun können, ist einfach so gut wie möglich, das selber zu machen. Mhm. Ich habe mal irgendwo gehört, dass
ich eine Geschichte gehört, wo ich so schön fand, wo er erzählt, hey, irgendein Mann war irgendwie so wertschätzend bei allen Begegnungen. Und der Kollege, der mit ihm war, fand, hey, ist ja unglaublich, dass du irgendwie als Fabrikdirektor irgendwie sogar mit dem Taxichauffeur so irgendwie ein persönliches Gespräch führst und am Kiosk mit der Kioskfrau, der noch Komplimente machst und so. Und dieser Mann hat dann gesagt, hey, es geht nicht nur um diese Kioskfrau und um diesen Taxichauffeur. Der Taxichauffeur, wenn ich dem jetzt eine Wertschätzung ausspreche, der wird so viel freundlicher sein mit dem nächsten Fahrgast. Der wird nach Hause gehen und der hat einen ganz anderen Selbstwert. Der wird seine Frau viel freundlicher begrüßen. Der wird sehr viel geduldiger sein mit seinen Kindern. Und diese wiederum, es strahlt dann so aus. Ja. Und das finde ich wahnsinnig schön, diese Vorstellung, dass ich mit jedem Menschen, mit dem ich wertschätzend und freundlich umgehe. Und sogar noch wirklich eine Wertschätzung, nicht nur einfach freundlich bin im Rahmen von dem, was normal ist, sondern wirklich auch noch sage, hey, dein Blick hat mir gerade gut getan. So. Oder das ist nicht selbstverständlich, dass Sie mich jetzt so freundlich bedient haben. Oder danke für Ihre wertvolle Arbeit. Das ist viel mehr als nur das Lächeln im Gesicht vom Angesprochenen. Das gibt eine Welle, die weitergeht. Es ist ein Prozess, den wir uns alle für uns selbst tun. Aber mit dem, was wir da täglich aussenden, eigentlich in dem anderen eigentlich auch etwas Gutes tun. Ja, genau. Schön. Danke dir ganz herzlich, liebe Dorothea Muri. Wenn man wirklich mit sich solchen tiefsinnigen Themen oder auch um Trauerarbeiten oder um Fragen, gibt's ein Leben nach dem Tod und. Wenn die Zuschauer sagen, ich möchte gerne einen Kontakt haben zu jemandem, der einen da begleiten kann, kann man sich da auch bei dir wenden? Ja, ich freue mich von Herzen gerne. Ich habe eine Coaching-Praxis in Bern, direkt im Zentrum. Das heißt, man kann mich persönlich treffen. Meine Praxis heißt aufbrechen-ins-leben.com. Zwischen aufbrechen und ins Leben, einfach zwischen jedem Wort ist ein Minus, wenn man mich googelt. Mhm. Ich begleite Menschen auch sehr, sehr gerne via Zoom. Und ich habe einen Podcast übrigens mit einem Medium zusammen, der heißt Hallo Jenseits. Mhm. So. Also auf Spotify oder so kann man gerne auch auf den Podcast gehen. Hallo Jenseits. Hallo Jenseits eingeben. Und da ist wirklich dieses Super. Medium, das Jenseitskontakte herstellt. Und wir sprechen über alles, was mit dem Thema Sterben und Tod zu tun hat. Und Leute jetzt zum Beispiel in Wien oder in Berlin, melden Sie sich dann auch so per Zoom? Reicht das, um so die Energie und die Fragen tiefsinnig zu lösen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bisher noch nicht. Aber wenn jetzt jemand von Berlin oder Salzburg oder so hier zuschaut und das Gefühl hat, er möchte gerne Kontakt aufnehmen, ich weiß, dass es über Zoom geht. Also es kommt ja nicht darauf an, ob es jemand in Zürich ist oder ich in Bern für via Zoom, aber es funktioniert über Zoom. Mhm. Aber meine Reichweite geht ehrlich gesagt noch nicht so weit. Mhm. Ja, das ist natürlich heute sicherlich anders, oder? Aber ich frage mich manchmal, ob die Energie dann noch die gleiche ist. Physische Präsenz mit jemandem zu sprechen, der einen auch mal umarmen kann. Ja. Weil ich meine, ich kann nicht den Bildschirm umarmen, um die gleiche Energie zu transportieren. Nein, aber du kannst dich via Bildschirm in die Augen schauen. Du kannst das Gegenüber anpinnen, dass du es groß hast, und dann kann man sich gegenseitig in die Augen schauen. Und das, also ich habe schon geheult vor dem Bildschirm. Einfach weil ich mit Menschen einfach zwischendurch mal innegehalten habe und gefunden habe, hey, lass uns einfach mal nur in die Augen schauen. So, und das fließen lassen, was im Moment da ist. Das geht. Du bist unfassbar authentisch. Ach, danke. So unfassbar authentisch und so schön mit dir solche Gespräche zu führen, da geht mir ins Herz. Das tut mir auch gut. Ich bin mir ganz sicher, das wird wahnsinnig geschätzt. Wahnsinnig ist das falsche Wort, aber es wird sehr geschätzt. Das freut mich. Ja. Also du bist wirklich eine starke Frau und ein Engel auf Erden. Oh. Wenn man anderen Menschen so viel Gutes tut, weißt du, das finde ich großartig. Ja, es macht so viel Freude. Es ist so schön, das zu leben, was man so gerne tut. Mhm. Ja. Also wir werden im Kontakt bleiben. Ja, so von Herzen gerne. Ich habe da noch zwei, drei Ideen. Ich glaube, ich muss dich ein bisschen mehr ins Studio einbauen. Ja, ich stehe gerne um 5 Uhr auf. Aber weißt du, es ist einfach die schönste Art von Gesundheit ist Seelenheil. Und wenn die Seele glücklich und zufrieden ist,
Das ist meiner Erachtens dann, kommt in zweiter Sichtweise erst die Gesundheit, weil die ist ja dann da. Dann, wenn hier alles stimmt, unsere Denkweise, dann ist das so wertvoll. Ja, und es gibt wirklich auch Menschen, die ich erlebe, die sitzen im Rollstuhl, weißt du, und die sind glücklich. Also das ist, es ist, wie kommt wie überhaupt nicht drauf an, ob sie Beine gehen oder nicht. Und die sind so ein Geschenk für alle anderen. Ja, und ich kenne feste Menschen, die einfach nur wunderschön sind. Ja, kenne ich auch, genau. Einfach, aber da geht es nicht um... Ja, genau, das ist das. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir von Herzen. Dorothea Muchi war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, wir konnten Sie auch echt am Herzen berühren mit solchen Themen, die doch wirklich sehr wichtig sind für unser Leben und eigentlich auch das ganze Leben viel einfacher machen, wenn wir uns mehr mit solchen Dingen beschäftigen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.